bin der Karl Singer und mache Führungen hier auf dem ehemaligen Singergelände mit Uhrenturm, auf dem sich das Singerwerk befand und später dann das Veritas-Nähmaschinenwerk Wittenberge und auf dem auch heutzutage noch Leben ist. Es befinden sich hier rund 50 Firmen, die sich hier angesiedelt haben mit etwa 300 Beschäftigten. Es passiert also noch was auf dem Gelände. Ich bin Salomon Herz, der Begründer und Erbauer der Ölmühle, der natürlich großen Anteil an der Bahnentwicklung Wittenberges hatte. Ich habe die Bahn nach Wittenberge gebracht. Meine Aktien, mein Einfluss aufs preußische Kabinett. Wer sich für die ereignisreiche Industriegeschichte von Wittenberge interessiert, erfährt in der Elbestadt alles Wissenswerte sprichwörtlich aus erster Hand. Denn hier treten historische Persönlichkeiten wie Salomon Herz und Karl Singer auch in der Gegenwart noch einmal persönlich in Erscheinung. Burkhard Gent führt regelmäßig als Karl Singer Gäste der Elbestadt über das Werksgelände des ehemaligen Nähmaschinenwerkes an der Bad Wilsnacker Straße. Nicht von ungefähr, Herzstück der Singer-Tour genannten Industrieführung ist die jahrzehntelange Produktion von Nähmaschinen. Angefangen mit dem Bau von Produktionsanlagen der Singer Manufacturing & Co. Anfang 1900 bis zur letzten produzierten Nähmaschine am 31. Dezember 1991. Umgebaut. Und zwar hat man hier im Jahre 1936 diese Verbindung mit dem neuen Eingang geschaffen. Ja, wir werden nachher oben im Turm noch Bilder sehen, wie es vorher aussah, als es diesen Verbindungsbau noch nicht gab. Viele wollen dann auch immer wissen, ja, Veritas, was ist das, wie ist der Name entstanden, was verbirgt sich dahinter? Und dass dieser Teil jüngere Leute etwas mehr interessiert, also der Teil Veritas mit den neuen Maschinen, Formula, Rubina bis zur neuen, die dann ja leider nicht mehr in Serie gegangen ist, das ist bei den Jüngeren interessanter. Und die Älteren wollen gerne wissen, ja, meine Oma, die hat noch eine alte Singer-Nähmaschine. Und Mensch, aus welchem Jahr ist die denn? Und ist die in Wittenberge gebaut worden oder woanders her? Und dann kann ich ihm sagen, jawohl, die ist in Wittenberge gebaut worden, wenn Sie das C als Buchstabe vorne entdecken. Ansonsten müssen wir gucken, was für ein Buchstabe da drauf ist. Einer der Höhepunkte der Singer-Tour ist natürlich der Aufstieg auf den Uhrenturm des ehemaligen Werkgeländes. Hier erwarten die Besucher nicht nur ein herrlicher Ausblick auf die Elbestadt und das Gelände des ehemaligen Nähmaschinenwerkes, sondern auch eine umfangreiche Ausstellung mit Nähmaschinen aus allen Fertigungsepochen. Und natürlich auch zahlreiche Anekdoten aus der Industriegeschichte Wittenberges. Isaac Merritt Singer, was war das für ein Mensch, ne, wie ist der gekommen? Oder der Georg Neidlinger, wie ist der hier nach Wittenberge gekommen? Das gibt ja von dem Wittenberger Bürgermeister, dem damaligen Paul Nedwig, in seinen Erinnerungen, wie es ihm gelungen ist, diese Fabrik hierher zu holen, wie er im Zug von Hamburg nach Berlin diesen Neidlinger getroffen hat und ähnliche Dinge. Das sind doch mal so meine Lieblingsstücke, die ich dann so erzähle. Nur wenige Meter fußläufig entfernt führt geschichtsinteressierte Besucher die Herztour mit Jürgen Schmidt alias Salomon Herz. Denn der Erbauer der Wittenberger Ölmühle war maßgeblich für die Entwicklung des Bahnstandortes Wittenberge verantwortlich. Nicht umsonst führt die Tour deshalb auch unter anderem auf den Standort des ehemaligen Bahnbetriebswerkes der Elbestadt. Dank umfangreicher Sanierungsarbeiten und mit Hilfe von Fördermitteln sind der ehemalige Lokschuppen und Deutschlands größte Drehscheibe seit wenigen Jahren wieder in Betrieb. In dankbaren Vereinshänden bietet das Gelände imposante Eindrücke und erzählt vielerlei Geschichten. Na, das Besondere der Herztour ist, wir zeigen hier Industriegeschichte von Wittenberge. Wittenberge ist ja nicht so sehr eine mittelalterlich gewachsene Stadt, als vielmehr eine Industriestadt. Und die Entwicklung der Industrie in Wittenberge ist beispielgebend für ganz Deutschland. Das heißt, hier kann man ermessen, wie hat sich Gründerzeit entwickelt, was war Industrie, wie ist sie entstanden. Diese drei Dinge, die Komponenten, die Wittenberge noch heute ausmachen, Wasser, Straße, Schiene. Zurück zur Singer-Tour. Hier darf auch ein Besuch des Ölmühlengeländes nicht fehlen. Dort erwartet die Besucher statt Produktion heutzutage mit der Elblandbühne und einem Kletterturm vor allem Kultur, Freizeitangebote und Gastronomie. Letztere stützt sich aber nicht zuletzt ebenfalls auf die Industriegeschichte des Areals. So wartet auf die Teilnehmer der Singer-Tour im heutigen Brauhaus der Ölmühle eine Bierverkostung mit allen drei Sorten des hier gebrauten Herzbräus.
Auf der Herztour hingegen wird es noch etwas rustikaler. Hier können die Gäste zur kulinarischen Stärkung unter anderem in eine ehemalige Bunkeranlage am Wittenberger Bahnwerk einkehren. Informationen zu den Industrieführungen und weiteren Stadtführungen in der Elbestadt erhalten Interessierte beim Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb der Stadt Wittenberge.